hat leider nicht funktioniert. Egal. Boah, eh keiner. So, dann so, Roma aus. Hab ich schon. Oh Gott! Guck mal, mit dieser geilen Frisur, das sieht so hammer aus gerade bei mir. Ich würde das gerne mal zoomen und als Folgen-Screenshot nehmen. Das ist ja total geil. Vielleicht machen wir das in Zukunft ja so, dass wir bei Let's Plays dann immer so verschiedene Folgen-Screenshots machen. Aber fürs Erste finde ich das einfach gerade lächerlich. Das sieht total witzig aus. Willst du da jetzt echt reinzaubern? Lass ihn einfach totschlagen. Ich will ihn kaputt zaubern. Ihr muss auch immer zu tun haben. Ja gut, wir hauen sie auch kaputt. Nee. Ja, von den Bilden vor allem immer voll die geile Angriffslinie. Boah, wie die einfach fallen, ne? Huiuiui. Guck mal, 5 gegen Branwyn. 4 gegen Branwyn. 3 gegen Branwyn. Oh, die fliehen auch. 2 gegen Branwyn. Einer gegen niemanden mehr. Einer hat keine Lust mehr, einer geht nach Hause. Außer wir uns dann auch mal aufgeregt haben, kranke Kreichlinge, weißt du noch? So ganz ja, früher. Weil die haben. Die fucken ja auch ab, die Biester. So, wohin? Beregos, oder? Gut. Haben wir noch 3 Quests mit magischen Gegenständen? Also, das ist schon interessant. Ja, bin ich nur gerade überlegen, ob wir vielleicht die Stiefel nicht einfach behalten sollten. Ja, von mir aus können wir die Stiefel behalten, nehmen wir mal eine andere Quest, weil hier gibt's noch gute. Die finde ich echt ganz interessant. Wo gibt's noch eine Quest? Also, wir hätten uns ausruhen sollen. Lass mal kurz hier in den Dingens hier laufen. Das ist aber eine Quest, da müssen wir eh wieder laufen. Okay, von mir aus. Also, die nächste Quest ist... Warte mal, machen wir mal die 6, die ist oben wieder in der Nähe des Herrenhauses. Ich führe dich hin. Okay. So. Alle wählen, los geht's. Pennen wir einfach bei der in der Hütte. Läuft doch. War aufgefallen, nur deine Leute sind müde. Meine Leute sind fit wie ein Ton. Ja, meine haben ja wieder die ganze Nacht Orgien gefeiert. Ja, Khalid und die Mauern. Ja, du. 3 Frauen unter sich. Läuft doch. Ist auch ein bisschen abstoßend, wenn ich mal ehrlich bin. Quatsch, Khalid doch nicht. Er ist doch ein ganz Süße, du. Ganz süße, ja. Also irgendwo hier. Ich weiß nur nicht, wo der Eingang ist. Ich glaube, hier ist der, da ist der Eingang. Da geht's irgendwie rein. Klarer denken kann der Khalid. Klar. Oh. Klar wie Kloßbrühe. Der René hat mich übrigens letztens treffend darauf hingewiesen, dass Kloßbrühe ja gar nicht klar sei. Und ich dachte mir, ach ja. Was musst du erstmal kommen? Mein Mann musste plötzlich geschäftlich nach Am und ich sorge mich so um ihn. Meriane, hat er immer gesagt, Meriane. Der alte Roh kennt sich auf der Straße aus, aber die Straßen sind nicht mehr so sicher wie früher. Und seit Monaten war kein Bote aus Am hier. Könnt ihr auf den Straßen im Süden die Augen offen halten und es mir mitteilen, wenn ihr einen Hinweis findet? Haben wir schon. Haben wir? Ja. Wo? Ich bei den Orignollen. Warte. Man findet südlich von Beregos ein paar Orgrillions, die einen Brief von ihm haben. Nachdem der Brief Meriane gebracht hat, Schutzring plus 1 im Haus, findet man eine Silberkette. Okay, dann müssen wir jetzt den Schutz. Holst du das Ding? Ich warte hier einfach. Du bist eh schneller. Ja, das kann sein. Look at Philipp. Und da ist gegen jemand gelaufen. Soll ich mal auf den Berg dort rennen? Soll ich es gleich nochmal machen? So, weißt du, was erzählig wird? Muss jetzt diesen scheiß Brief suchen oder diesen 10.000 Briefen, die wir da drin haben. Schurp, da ist er wieder weg, der Philipp. Schnell. So, da sind gar keine Briefe drin, ne? Da sind die Briefe sind drin. Links. Genau. Go hättest du eigentlich noch den Schlüssel mit? Schriftrolle, Totenschädel, noch eine Schriftrolle. Ich glaube, die könnte das sein. Dann hoffe ich nämlich erstmal alle mit. Ich habe keinen Bock, die jetzt aussortieren. Ja, dann musst du die ja gleich auch wieder zurückbringen, dann kannst du aber direkt meinen Schlüssel mitnehmen. Ja, hab ich Bimbo auf der Stirn stehen. Du Wanderhure, du. Spasti. So, ich habe ein ganzes Inventar voll mit Brief. Das ist ja sehr Hammer. Nee, da wird jetzt einer dafür, wenn die nicht passen, Alter. Das wäre jetzt ja so geil. Ich habe jetzt genau den einen Brief, den wir noch da drin haben. Das ist jetzt genau den wir noch brauchen. Ist da echt noch einer drin? Ja, aber Ryans Schriftrolle drauf, also von daher. Mach ich mal jetzt eher wieder. Ja, so wahrscheinlich.
Wieso komme ich da nicht rein? Bist du doch. Meine liebste Marianne, der Weg war beschwerlich, doch ich bin wohl auf und am angekommen. Es wäre wohl am vernünftigsten, wenn ich auf dem Seeweg zurückkäme, vermutlich irgendwann nach dem ersten Schnee. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich. Der Halbling, den ich als Boten angeheuert habe, schien mir ein ziemlich ehrlicher Kerl zu sein. Auf immer der Deine, Ro. Oh, danke für diese frohe Kunde. Bitte lasst mich euch diesen Ring geben, er wird euch auf euren Reisen beschützen. Ja, und den Regen. Gut, aber die sind die Schriftrolle auch losgeworden, oder? Voller Gegenstand wurde auf den Boden abgelegt. Wie geil. So. Hast du den Ring? Cool. Dann, Philipp, warte mal, bevor wir jetzt hier weggehen. Ich muss den Schlüssel nicht auch nochmal dahin laufen, ne? Ja. Bis gleich. Ach, Mensch, über diese Botengänge. Nein. Geh ich doch mal unten zu dem scheiß Schmied. Zu dem Knecht. Welchem Knecht? Zum Schmied, wo wir sonst immer einkaufen gehen. Da können wir dann direkt die Karte verlassen. Ja, aber wir haben noch nicht alle. Mach mich doch mal hier weg! Da ist noch Marl. Die Karte ist scheiße, Zungen hier. Ich will hier weg. Wenn man Marl im Gasthaus Feldpost tötet, bekommt man den. Ach, ich glaube, den haben wir schon getötet. Ja, Marl ist tot. Sieht's ein, Leute. Marl ist tot. Oh, Inventar wieder leer. Algernon haben wir noch. So, wieso steht nur dein Typ da und der Rest der Gruppe hängt nur da oben an dem Tor rum? Das ist eine gute Frage. Warte, lass uns noch Algernon holen. Wo ist der? Algernon ist im Feldpost Inn. Feldpost Inn. Ja, oder in der Feldpost-Taverne. Und dann können wir von mir aus weiter. Dann haben wir noch 10, 20 Minuten Aufnahmezeit für Baldur's Gate oder was auch immer du machen willst. Oder Durlax-Turm. Ich wäre für Durlax-Turm. Ja, können wir gerne mal probieren. Wenn wir jetzt verrecken, aber... Dann haben wir zumindest die Hauptstadt haben wir dann schon mal abgeschlossen. Das ist doch voll was wert. Ja, haben wir gut gemacht. Und Karlas haben wir sowieso schon gekillt. Der Kopfgeldjäger. Wer hat denn eigentlich den magischen Ring? Ich. Alles meins, ich. Alles meins. Aber nicht im Inventar? Wo ist denn? Ach, der ist bei Dünnerhaie im Inventar. Warte, was für ein Umhang hat die an? Die hat den Umhang vom Gurke an, ne? Gurkus Umhang. Genau, das wollten wir eigentlich auch noch. Naja, ob wir das wollten. Ob wir das jemals werden. Ja. Hätte Fahrradkette. Ja, so nett. Wie der Steinbrück so schön sagt. So, wieso fehlt jetzt ausgerechnet Brandwender? Da ist er. Ja, auf. Kann man mal eine Runde pennen übrigens. Wollte ich gerade machen. Lass erstmal pennen. Sehr gut. Wir schlagen natürlich wie Händler? Könige! Und was haben wir jetzt geschlafen? Könige okay, schlafen. Okay, von mir ist auf Pennen. Gut, erste Etage, folge mir. Und wenn nicht? Tja, dann hole ich mir den Umhang eben alleine. So, ich bin als erster oben, sag das. Wieso Alter. Okay, das ist ein Mann namens Algernon. Algernon, man findet ihn im Feldpost in dem ersten Stock. Algernon. Also das da. Das ist mein Zimmer und ich will keinen Besucher. Lasst mich jetzt in Ruhe. Warte. Man findet, um an seinem Charisma-Umhang zu gelangen, muss man ihn beklauen. So! Sag das doch! Pass mal auf, Imon hat Stiefel in der Liste. Da sollte das wohl eigentlich gar kein Problem sein. Speichern mal ab und speichern mal. Übrigens hat der Algernon so rechtens er aus seinem Markt gerade einfach das Zimmer gewechselt. Schon dreist, wa? So, hast gespeichert? Ja, dann mach mal. Kann jetzt mal stehen bleiben. Boah, muss ich mit der. Ah ja, ne, sieht so beschissen aus. Oh. Hast du nicht geschafft? Nee. Nee, laden wir nochmal neu. Ich sag doch, wir hätten auf Taschendiebstahl mehr skillen sollen. Ach, komm mal, du einmal brauchst so ein Busch. Ja, einmal ist. Kein Mal. Okay, gebe ich jetzt zu. So, Riese. Beweisung abgeschlossen. Richter Philipp Jaiser. Da. So, jetzt aber nochmal ein neuer Versuch. Wo ist Simon? Da ist Simon. Wo ist Algernon? Ach, der läuft hier schon wieder. Oh, kannst du doch bestimmt im Schatten verstecken. So, und jetzt klau den mal. Ja, und schon hat sich die Sache wieder erledigt. Aber jetzt irgendwie Ruf verloren. Meinst du, dann verlieren wir nicht Ruf? Na egal, mal gucken. Okay. Hau einfach mal kaputt, mal gucken, was passiert.
Ups. Durchschnitt. Hui. So. Also so ein Charisma-Magnet machen wir nicht. Neu laden. Und dann... Aber gut. Tun wir so, als hätten wir das niemals versucht. Und dann haben wir aber auch wirklich alle Quests in Baldur's Gate abgeschlossen, die wir jetzt hier gesehen haben und die wir, wo wir der Meinung sind, dass wir die nicht schon längst absolviert haben. Philipp, ich würde dich bitten zu bestätigen. Und dann können wir jetzt nämlich zurück zur Hauptkarte bei mir und dann können wir jetzt auch dahin, wo du willst, Philipp. Yeah. Was auch immer das sein mag. Hast noch 10 Minuten Zeit. Oh, bist du gütig von dir. Eigentlich noch 5, aber okay. Was machen wir mal 10? Von einer ich. Ja, ich muss ja wie gesagt gleich, ne? Und so. Musst du gleich hier? Muss ich gleich feiern? Köln Club First Class Party. Ja, die ist so exklusiv, nicht mal Gronkh kommt da rein. Mit Roberto Gaisini, falls das einem manchen Leuten was sagt hier. Und Wolfgang Overath, der ist auch dabei. Und wer die Stunksitzung von vor 2 Jahren kennt, der erste schwarze Kölner Oberbürgermeister. 30 Meter, du sagst Obama. Nimm mal Branwyn mit, übrigens. Also das war so ein Sketch, weißt du, da hatten sie irgendwie wegen Obama, eben weil er ja gerade Präsident geworden ist in den Vereinigten Staaten damals, haben sie dann gesagt, so komm, wir machen das jetzt, aber das ist 2008, ich weiß schon gar nicht mehr, auf jeden Fall, wir veräppeln das jetzt so ein bisschen. Und zwar haben sie dann so einen Clip gedreht, wo sie dann Köln in der Nachkriegszeit gezeigt haben. Und dann irgendwie, Köln braucht eine neue Führung, Köln braucht einen Schwarzen.